Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu unserem heutigen Wochenrückblick in der 24. Kalenderwoche am 10. Juni 2020 darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Hier sind wir an der Gedenkstelle für die ermordeten netverjüdischen Familien Faber und Lenhoff. Das ist eine ganz wichtige, prägende Erinnerung für uns hier in Netphen und deswegen sind wir auch hier. Aktuell befinden wir uns in einer Zeit des Umbruchs. Nicht nur Corona verändert unser tägliches Leben, auch die Themen Antisemitismus und Rassismus sind aus aktuellem Anlass jetzt wieder einmal in den Vordergrund gerückt. Und dies nicht nur wegen George Floyd. Rassismus und Antisemitismus sind ein weltweites Problem, das jeden etwas angeht und das wir gemeinsam bekämpfen müssen. Antisemitismus zerstört und spaltet unsere Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund möchte ich betonen, dass wir in Netphen antisemitisch motivierte Diskriminierung in jeglicher Form verbannen. Wir positionieren uns ganz klar gegen Antisemitismus, Rassismus und jede andere Form von Diskriminierung von Minderheiten. Außerhalb unserer Verwaltung setzen wir auf eine gute Zusammenarbeit mit unserer Polizei und dafür bin ich sehr dankbar. Unsere Polizeibeamten sind die sichtbaren Garanten für den Schutz vor den Gefahren des Antisemitismus und Rassismus, aber auch gegen andere Untriebe, wie zum Beispiel das sogenannte Reichsbürgertum. Innerhalb der Verwaltung setzen wir uns mit Gleichstellungsbeauftragten und auch mit dem Personalrat für die Gleichberechtigung und die Fairness ein. Meine Bürgersprechstunde ist ebenfalls offen für jeden, der in dieser Hinsicht ein Problem hat, seinen persönlichen Anliegen oder seine Meinung vortragen möchte. Und auch unsere Schulen sind an dem Thema ständig dran. Die Geschichte von 1933 bis 1945 interessiert unsere Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise. Sie haben bereits mehrfach den Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar begleitet und gestaltet. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sehen, Netphen steht zusammen und nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung. Wir sind nicht nur gegen diese Ausgrenzung von Menschen oder von Minderheiten, die heute daherkommt, auch als Israelfeindlichkeit. Antisemitismus ist eine Form, die das Existenzrecht des Staates Israel bestreitet. Und davor verwahren wir uns. Aber wir sind nicht nur gegen etwas, sondern wir sind auch für etwas. Nämlich, wir sind für jüdische Gemeinschaften in Deutschland und für den jüdischen Staat Israel. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat sogar eine besondere Partnerschaft mit einer israelischen Region. Wer Israel dämonisiert, delegitimiert oder doppelte Standards anlegt in der Bewertung von politischem Handeln, handelt ganz klar antisemitisch. Aus Solidarität mit Israel setze ich jetzt als ein Zeichen eine Maske auf, die die Flaggen von Deutschland und Israel abbildet. Und das mache ich jetzt. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir wollten uns auch noch neben Antisemitismus und Rassismus eines weiteren Themas annehmen, nämlich das Thema Klima- und Umweltschutz, das uns ebenfalls allgegenwärtig beschäftigt, wenn wir in die Wälder sehen. Aber hier sind wir im Klärwerk Deutz und wollen Ihnen hier berichten, was wir da machen. Als Stadtverwaltung tun wir sehr viel, um eine nachhaltige und klimafreundliche Kommune für uns alle zu gestalten. Wir haben ein Leitbild 2012 beschlossen und dieses Leitbild umfasst unter anderem die Bereiche Natur und Landschaft schützen, Wohnstadt im Grünen und ressourcenschonender Flächenverbrauch. Auch eine nachhaltige ökonomische Weiterentwicklung spielt für die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen, unserer Gesellschaft und unserer Schulen, der gesamten Stadt Netphen eine große und eine wesentliche Rolle.
Unter anderem vergeben wir jährlich den Energy Klimaschutzpreis und haben zudem für unsere Verwaltung ein E-Auto angeschafft und auch eine Ladestation installiert. Ebenso Photovoltaikanlagen wie hier im Klärwerk Deutz bieten einen großen Mehrwert für Klima und Umwelt, da wir den Strom zum Eigenverbrauch für die Abwasserreinigung selbst erzeugen. Ja, ich darf Ihnen einmal vortragen, wie viele Themen und Einzelmaßnahmen wir in Sachen Klima- und Umweltschutz bereits auf den Weg gebracht haben. Ich muss Ihnen das vorlesen, liebe Netzvermittlerinnen und Mitbürger, weil es so viele Einzelpunkte sind, die man sich gar nicht merken kann. Beispielsweise haben wir Vorrangzonen für Windenergieanlagen ausgewiesen. Wir haben es zumindest einmal versucht. Der Prozess ist noch im Werden begriffen. Wir haben eine Potenzialflächenanalyse für die Errichtung von Photovoltaikanlagen in die Wege geleitet, Mobilitätskonzepte geschaffen, Mitgliedschaft im Energieverein, Solarpotenzialkataster erstellt, Klimaschutzkonzepte, Öko-Profit erstellt, Leerstandsanalysen für Wohnen in Netfen erstellt, ein Baulückenkataster, Klimaschutzpreis vergeben, interkommunale Arbeitskreise der Klimaschutzbeauftragten, ja, Beratungsangebote Energie haben wir ebenfalls geschaffen. Und für unseren Energieressourcenverbrauch und unsere Immobilien haben wir folgende Einzelmaßnahmen in die Wege geleitet. Die Einführung der E-Akte zur Reduzierung von Papierverbrauch, die Umstellung auf LED-Beleuchtung, energetische Sanierung von Gebäuden, der Austausch von Fenstern und Türelementen, der Austausch von Heizungsanlagen, die Beachtung von Nachhaltigkeit und Klimaneutralität von Bauelementen, sukzessive die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Errichtung einer Photovoltaikanlage für den Eigenstromverbrauch, gerade hier auf der Kläranlage Deutz, und die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen. Wir stellen auch Dachflächen für Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Energiecontrolling bei städtischen Liegenschaften sind selbstverständlich. Unsere Hausmeister werden regelmäßig geschult im Umgang mit Ressourcenschonung. Ja, neuerdings auch die elektronische Ratsarbeit. Wir kommen vom Papier weg und werden digitaler. Ökostrom verwenden wir ab 2020 bereits. Siegtal pur, autofreier Verkehr auf Hauptstraßen, ein Zeichen für den Umweltschutz, organisierte Fahrgemeinschaften durch die Senioren-Servicestelle und unser Familienbüro, das E-Bike für Bedienstete, die Beschaffung des E-Autos, Ausbau unseres Radwegenetzes, Rückbau von Wehren, Maßnahmen an Gewässern, auch unser Bürgerbus und die Verbesserung der Sorteneinheit und Sortenreinheit bei Biomüll dient ebenfalls dem Umweltschutz. Die Zulassung von Regenwassernutzungsanlagen, der Ausbau der Kläranlagenoptimierung und zur Verbesserung der Reinigungsleistung. All das sind Dinge, die wir als Stadtverwaltung in die Wege geleitet haben. Aber auch bei unseren Beschaffungen und den Ausschreibungen setzen wir bewusst auf Umweltschutz und Klima. Die Umrüstung von Lichtsignalanlagen auf LED-Technik spart Energie. Die Beschaffung von Fahrzeugen nach EU-Standard sind für uns selbstverständlich. Die Verwendung von recyceltem Papier und die Beschaffung von Wasserspendern sollen ebenfalls dazu beitragen, Ressourcen zu schonen. Wir haben ein Tuckerkonzept. Die Reduzierung der Tucker und der Schadstoffausstoß an den Tuckern soll ebenfalls kontrolliert und reduziert werden. Sie sehen, wir beachten die Energieeffizienz auch bei der Beschaffung von Elektrogeräten. Das sind ganz viele Einzelmaßnahmen. Ich habe jetzt mehr als 40 aufgezählt. Sie sehen, wir tun einiges, damit wir als Stadtverwaltung sparsam mit unseren Ressourcen, mit unserer Umwelt umgehen. Und das ist auch der Weg für die Zukunft. Es schont Natur, Umwelt, es erhält die Umwelt für die Zukunft und für die nachfolgenden Generationen. Als Stadtverwaltung setzen wir uns ein für Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, gegen Diskriminierung und Antisemitismus und für die Umwelt und das Klima. In der heutigen Zeit, aber nicht nur heute, zählt Rücksicht und Rücksichtnahme mehr denn je. Vor allem auf seine Mitmenschen, aber auch auf die gesamte Umwelt müssen wir achten. Daher,
Mein Appell an Sie, bleiben Sie weiterhin aufmerksam. Gemeinsam können wir für einen besseren Umgang untereinander, miteinander und für eine nachhaltige Umwelt sorgen. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Feiertag von Leichnam und wenn Sie dann in das Wochenende gehen, ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.